da oben. Ah, Moment. Wir werden keine 3 Monate mehr überleben. Gib mir irgendeinen Weg dahin. Dahin also, ja. Okili dokili. All diese Ratten kriechen überall herum. Hep. Was? Was ist denn das? Da oben muss ich hin. Heppa, heppa. Nein. Komm, komm. So, hier wollte ich hin. Hep. Hep. Warte. Natürlich. Was macht hier so eine Stöhngeräusche? Ah. Naja, dann nicht das, was ich jetzt erhofft hatte. Ach so. Hau ab! Zurück, was bist du? Bist du eine neue Wache? So wie ein Tallboy? Kann nicht sein. Vielleicht ein Arzt? Kleiner Spaß. Vielleicht ein Attentäter. Ich kann... Auf der Durchreise, wie? Wolltest du auf dem Seuchenwagen mitfahren? Es probieren immer wieder ein paar. Und dann fallen sie runter und brechen sich den Hals. Doch das wird dich nicht davon abhalten. Fast geschafft. Es ist ziemlich einfach, von hier auf die Dächer zu kommen. Wirst du sehen. Ja, dann mach doch mal bitte die scheiß Tür auf. Was willst du von mir? Mich ausrauben? Dich mit mir im Heu wälzen? Mich retten? Gott, bist du... Tja, das sind mir die richtigen Leute. Nett bis oben hin. Oh Gott. Da ist meine Rune. Ich will ja gar nicht auf die Dächer. Ich will ja einfach nur meine Rune haben. Da oben liegt sie. Aha. Leute, wir haben es geschafft. Auf den Seuchenwagen soll ich draufspringen, ja? Ihr könnt mich mal. Obwohl, es wäre ja eine Methode, ne? Nur ob sie wirkungsvoll wäre, ist eine andere Frage. Yep. Wow. Das hat leicht geknackst. Ja. Erster Punkt. Die Barriere ist wieder im Einsatz. Obwohl ich nicht verstehe, was so lange gedauert hat. Daran sind die lebenden Beine aus dem Kanal schuld. Alle 10 Minuten musste ich einen abstechen. Wie oft habe ich gesagt, dass nur Leichen abgeladen werden sollen? Deshalb bekommst du hier eine Waffe. Was geht am Tower vor sich? Jetzt sagt man, der Lord Regent selbst hätte die Seuche verursacht. Ich verstehe es auch nicht. Sieht aus, als sei jetzt eine andere Gruppe an der Macht. Für uns hier unten ändert das nichts. Zweiter Punkt, die Infizierten. Siehst du gesund aussehende vom Wagen runterspringen? Naja. Ich bin froh, dass wir uns hier verstecken können. Denn diese Tallboys, habt ihr ja gesehen, bei der Lady Boyle, dass die schon mal ganz schön fies sein können. Ja. Ich habe nicht vor, mich mit einem dieser Boys unnötig anlegen zu wollen. Ich habe lang nichts mehr Tresormäßiges gefunden, fällt mir mal gerade ein. Ne, Runen gibt's ja nicht mehr. Das heißt, wir können jetzt unserem Ziel
näher kommen. Zack. Leck mich, der Bretter, ey. Na, komm. Hier oben sieht man mich bestimmt nicht, oder? Ja. Ich probiere jetzt einfach mal was. Moment. Ich speichere jetzt mal kurz. Ich weiß, dass das eine sau dumme Idee ist, ja? Ich probiere es trotzdem. Ich bin hier oben. Mir kann nichts passieren, theoretisch. Und jetzt machen wir mal das. Boah. Ich bin ja der Überbringer. Ich bin der Überbringer hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier wieder runter. Oh oh. Schnell hoch. Mann, was? Was geht denn bei euch ab? Ja. So, jetzt gehen wir noch hier rein. Und machen das zu. Hihi. Die Quarantänestation ist überwunden. Jalala, jalala. Rand des alten Hafensbezirks, das kennt man ja. Alte Kanalisation von Dunwall spart am Werk nicht an Fleiß und Mühe. So, Ziel aktualisiert, kehre zum Hauenpitz Pub zurück. So, wir sind jetzt hier. Ich würde sagen, ich speichere jetzt hier an der Stelle mal. Und bedanke mich fürs Zusehen und sage wie immer, bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Wir haben es beim letzten Mal bis hier geschafft. Keine Ahnung wohin. Wir haben unser Zeug wieder. Und können uns jetzt quasi an den Leuten rächen, dass sie uns da irgendwie was angetan haben. Und ja, ich habe auch in den letzten Aufnahmen gesehen, dass soweit wie der Ton wieder halbwegs normal war. Zumindest was man normal nennen kann. Zumindest der Ingame-Sound. Damit hatte ich ja hier groß viel zu kämpfen. Und da bin ich auch sehr dankbar für. So, ich muss allerdings gerade noch mal kurz am Mikro schrauben. Moment. Yes! Weil das war mir ein bisschen zu tief gerade. Hier sind verdammt viele Runen. Ich werde mich jetzt hier nur schleichend vorwärts bewegen. Hep. Ist auch ein bisschen warm noch draußen, weil wir haben gerade Freitag und zu dem Zeitpunkt waren es, glaube ich, sind es derzeit 30 Grad draußen, Minimum. Ich weiß nicht, wie heiß es bei euch ist, aber bei mir ist es richtig heiß. Und leider habe ich nicht gegrillt. Verdammt. Schande über mich. Aber darauf war ich nicht vorbereitet. Wo bin ich hier? Muss ich da raus? Erstmal aufmachen. Ich weiß, ich wollte leise.
Verdammt! Ich weiß, ich wollte leise sein. Oh. Das Ding geht ja schneller wieder zu, als es gut für mich ist. Tja. Die können mich schon mal nicht mehr kriegen. Da unten. Die Frage ist, kann ich da sicher reinspringen oder ist da so ein Fisch? Ah. Ja. Auch nicht gerade die schöne Art hier unten zu sein. Da ist eins, da ist eins. Wahrscheinlich habe ich schon eins verpasst. Wahrscheinlich habe ich schon eins verpasst. Das ist natürlich deutlich schlecht. Das mag ich nämlich nicht. Aber ich kann eh keinen 100% Run mehr schaffen. So. Da unten. Kanalisationsausgang. Die sehen mir aus wie normale. Ihr fiesen Möppes. Das will ich aber noch haben. Ich müsste eigentlich mal gucken, wie viel wir schon skillen können. Hallo? Sir, haben Sie meinen Mann gesehen? Er heißt Jake und trug ein blaues Hemd. Der Name sagt mir nichts, tut mir leid. Hm. Hallo? Ich habe nichts. Lass mich doch einfach durch. Ich hab doch nichts gemacht, ich bin doch nur Hilfe! Ich brauche Hilfe! War wahrscheinlich schon zu viel, dass ich aus Versehen auf den Kopf gesprungen bin. Aber was will man machen, wenn die da vorsteht? Da kann ich nichts machen. Lass mich hier durch. Hallo? Hä? Bist du auch noch betrunken? Betrunken am Steuer, das geht ja mal gar nicht, Freundchen. Warte mal, da unten liegt noch was. So, was haben wir denn da? Einmal Sokolovs Heiltrank, bitte. Dankeschön. Wie kommen wir jetzt dahin? Ich brauche Hilfe. Ja, du brauchst Hilfe. Gute Frage, nächste. Muss ich da runter? Nee. Hilfe! Hilfe! Nope. Geil. Wo muss ich denn hin? Okay, Kanalausgang. Da ist es. Boah, Junge, halt die Klappe. Auf hier. Wir haben Granaten. Okay, ich glaube, der Treffer, der war unnötig. Aber wir haben so... Hallo? Bist du tot? Ich würde sagen, ja.